Willkommen zurück zu Super Mario Sunshine. Heute werden wir uns kümmern um Paco Fortuna. Und zwar Kapitel 5. Ja. Nehmen wir die Abkürzung über den Baum. Ein kleines Kletteräffchen. So. Zielen und schießen. Yeah. So. Das Riesentemporad. Es ist eigentlich nicht so schwer. Aber es gibt einen kleinen Trick dabei. Einen kleinen Umweg. Wenn man den geht, kommt man eigentlich ziemlich leicht nach oben. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Also, wir gehen jetzt erstmal rein in den Park. Na, Fortuna heißt ja, soweit ich weiß, Glück. Also ist das ja unser Park des Glücks. Wollen wir mal schauen, ob uns Glück bringt. Wie gesagt, ihr könnt jetzt nach hinten laufen. Aber ich laufe gleich nach oben. Denn es gibt hier echt eine gute Abkürzung. Verschwinde, lass mich in Ruhe. Und ich kümmere mich später. Ist eigentlich ziemlich... Ja. Na gut, dann falle ich erstmal wieder runter. Ist eigentlich ziemlich einfach, wenn man erstmal oben ist. Dann kann man nämlich ziemlich leicht zu dem Gegner hoch und ihn wegkatapultieren. Aber... Also ihr müsst hier an die Kante und dann seitwärts sprungen und da hinten landen. Da. So. Das habt ihr euch den ganzen Weg von unten gespart. Ich möchte betonen, dass ich das selber rausgefunden habe. Jetzt müsst ihr nach oben. So, jetzt an der Seite landen. Und einmal springen. Genau, und jetzt nochmal A. Und dann seid ihr oben. Jetzt müsst ihr an dieses Seil. An das Seil. Und ziemlich genau in der Mitte. Nach oben. Und einmal A drücken. Und dann hui, tschüss. Ihr dürft nicht B drücken, sonst fällt ihr nämlich wieder runter. Ihr müsst A drücken. Und da ist unser Schein. Wo kommt er denn? Ach du Scheiße. Hatte ich erwähnt, dass ich diese Gondeln hasse, wenn man da so super drauf landen kann? Naja. Dann probieren wir am besten mal unser Glück. Und dort drauf zu landen. Oh, da kommen noch blaue Münzen, die machen wir später. So, auf die nächste gehen wir jetzt mal. Und hopp. Nee, lieber nicht. Trau mich nicht. Trau mich nicht jetzt mal. Nein, und die nächste. Oh, ich traue mich nicht, liebe Leute. Na gut. Ja, das hatte ich befürchtet. Das hatte ich befürchtet. So, Treffsicherheit gleich 0. Naja, jetzt probieren wir es nochmal von der Seite hier. Dann müsste das nämlich funktionieren. Ich sage euch Folgendes. Ich habe hier gecuttet, denn ich bin ungefähr gefühlte 500 Mal da runtergefallen und wieder hoch. Und das wollte ich euch echt nicht antun. Deswegen habe ich jetzt auch nur noch einen Energiepunkt. Ihr müsst einfach auf die Gondeln drauf. Und dann oben abspringen. Und dann habt ihr den Schein. Falls ich diesmal treffe, natürlich. Wenn ich daneben hüpfe. Okay. Mein Schein! Bravissimo! Yeah! Speichern. Das mache ich nicht nochmal. So, liebe Leute. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu Monte Bianco. Denn jetzt haben wir Yoshi. Und mit Yoshi holen wir die letzten, wirklich allerletzten, noch zwei verbliebenen Münzen in Monte Bianco. Und zwar, die holen wir am besten, nee, die holen wir in Kapitel 8. Jetzt müssen wir mal schauen, was Yoshi zu essen haben möchte. Ah, weg damit. Oh, eine Ananas. Da müssen wir mal schauen. Ach, ihr müsst übrigens aufpassen, dass ihr mit Yoshi nicht ins Wasser kommt. Denn wenn ihr im Wasser landet,
Dann ist Yoshi weg und ihr müsst das ganze Spiel von vorne spielen. Also nicht das ganze Spiel, sondern Yoshi nochmal holen, nochmal füttern und wieder loslaufen. Ich versuche es zu verhindern, indem ich einfach versuche nicht ins Wasser zu kommen mit Yoshi. Mit dem Obst könnt ihr ruhig ins Wasser, passiert nichts. Ihr müsst nur wieder rauskommen. Hopp. Dankeschön. Und allzu lange Zeit dürft ihr euch auch nicht lassen, denn sonst ist die Obst weg. Sonst ist das Obst weg, die Ananas, und dann könnt ihr von vorne anfangen. Also, ihr könnt wieder eine neue Frucht holen. Beziehungsweise die gleiche nochmal holen. Ja, hallo Yoshi! Mein Yoshi. So, das bisschen Wasser macht Yoshi nichts, aber ihr dürft halt nicht unten in den Fluss springen oder so. Deswegen werde ich versuchen, jetzt rechts über die Mauer zu gehen. Da falle ich nämlich wenigstens nicht ins Wasser. Oh, nur normal. So. Jawohl. Und jetzt rechts auf die Mauer. Und jetzt einfach über den Fluss drüber. So. Jetzt einmal nach links. Da gibt es nämlich noch einen Schmetterling zu fangen. Den kann auch nur Yoshi fangen. Also anspritzen von Mario bringt überhaupt nichts. Hm, weg da, lecker. Du auch noch? Hab, weg. Also anspritzen, wie gesagt, von Mario bringt gar nichts. Ihr müsst es unbedingt mit, wie ihr gerade seht, mit Yoshi einfach auffressen. So, jetzt gehen wir da drüben noch und kümmern uns um die bösen Bienen. Böse, böse Bienen. Böse, böse Bienen, Bienen. Wo seid ihr, böse Bienen? Nein, das war nicht der linke, das war der rechte. Genau, den spritzen wir jetzt mit dem Saft an. Andersrum vielleicht. Anspritzen. Anna, komm schon. Treffen. Danke. Und jetzt ein... Autsch. Seht ihr schon, nicht gepiekt worden. Macht es einfach am besten so. Das geht eigentlich ganz gut. Meistens jedenfalls. Yoshi, komm her. Komm her. Autsch. Ja. Und jetzt einfach die Bienen auffressen. Und die allerletzte Biene, wirklich die allerletzte, die gibt eine blaue Münze. Ja, sehr professionell. Jetzt hat es gerade hier bei mir geklingelt. Sorry. Machen wir einfach weiter. Die letzte, wie ihr seht, gibt eine blaue Münze.